Niederösterreich gegen das Bundesverwaltungsgericht wegen Abweisung der Genehmigung der Errichtung und des Betriebes des Vorhabens Parallelpiste 11R aus 29L bzw. Genehmigung des Vorhabens Verlegung der Landstraße C10. Bitte Platz zu nehmen. Bitte sich wieder zu erheben. Im Namen der Republik, der Verfassungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Flughafen Wien AG und des Landes Niederösterreich gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Februar 2017, mit dem die Errichtung und den Betrieb einer dritten Piste auf dem Flughafen Wien und der damit zusammenhängenden Verlegung der Landesstraße B10 die Genehmigung versagt wurde, gemäß Artikel 144 des Bundesverfassungsgesetzes zu Recht erkannt. Die beschwerdeführenden Parteien sind durch das angefochtene Erkenntnis im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz verletzt worden. Das Erkenntnis wird aufgehoben. Das Land Niederösterreich ist schuldig, der Flughafen Wien AG zuhanden ihrer Rechtsvertreterin die mit Euro 2856 bestimmten Prozesskosten binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Ich komme nun zu den maßgeblichen Entscheidungsgründen für das soeben genannte Erkenntnis. Ich beginne mit einigen Ausführungen zur Rechtslage, die für den Verfassungsgerichtshof bei seiner Entscheidung maßgeblich war. Gemäß § 71 Absatz 1 des Luftfahrtgesetzes ist eine Zivilflugplatzbewilligung zu erteilen, wenn das Vorhaben vom technischen Standpunkt geeignet und eine sichere Betriebsführung zu erwarten ist. Das ist die Litera A dieser Bestimmung. Wenn weiters der Bewilligungswerber verlässlich und zur Führung des Betriebes geeignet ist, die Litera B, weiters die finanziellen Mittel des Bewilligungswerbers die Erfüllung der aus diesem Bundesgesetz für den Flugplatzerhalter sich ergebenden Verpflichtungen gewährleisten, das ist die Litera C, und sonstige öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, das ist die Litera D, die in diesem Fall eine besondere Rolle spielt. Außerdem darf eine Zivilflugplatzbewilligung für ein öffentliches Flugfeld nach dem Absatz 2 des § 71 des Luftfahrtgesetzes nur erteilt werden, wenn ein Bedarf dafür gegeben ist. Flughäfen dürfen nur bewilligt werden, wenn ihre Errichtung im öffentlichen Interesse gelegen ist. Ein Flughafen ist insbesondere dann nicht im öffentlichen Interesse gelegen, wenn er von einem bereits bewilligten und in Betrieb befindlichen Flughafen weniger als 100 Kilometer entfernt ist und geeignet wäre, dessen Verkehrsaufgaben zu gefährden. Und zweiter Punkt, der Unternehmer des bereits bestehenden Flughafens in der Lage und gewillt ist, binnen 6 Monaten die für den geplanten Flughafen in Aussicht genommenen Aufgaben selbst zu übernehmen. Mit dem Begriff der sonstigen öffentlichen Interessen in § 71 Absatz 1 Litera D hat sich der Verwaltungsgerichtshof bereits im Jahr 1970 auseinandergesetzt. Und zwar in einer Entscheidung, in einem Erkenntnis eines verstärkten Senats des Verwaltungsgerichtshofes. Ein verstärkter Senat des Verwaltungsgerichtshofes ist ein aus 9 Richterinnen und Richtern bestehender Senat, dem im Besonderen die Aufgabe zukommt, für die Einheitlichkeit der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu sorgen. In diesem Erkenntnis aus dem Jahr 1970 des Verwaltungsgerichtshofes heißt es wörtlich aus dem Wort sonstig im Paragraphen 71 Absatz 1 des Luftfahrtgesetzes, aus dem Wort sonstig ist zu entnehmen, dass die in den Litere A bis C angeführten Interessen nicht unter diese sonstigen Interessen fallen. Es sind daher andere öffentliche Interessen zu berücksichtigen, die nach dem Luftfahrtgesetz wahrzunehmen sind.
als solche öffentliche Interessen, die nach dem Luftfahrtgesetz wahrzunehmen sind, sind anzusehen, beispielsweise der Schutz der Allgemeinheit, der in verschiedenen Paragraphen des Gesetzes genannt ist, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, die Hintanhaltung von Gefährdung von Leben und Gesundheit und Eigentum, die Gewährleistung der Sicherheit der Person und des Eigentums, die Sicherheit von Personen und Sachen auf der Erde, die Fernhaltung störender Einwirkungen auf Personen und Sachen und die Vermeidung vermeidbaren Geräusches. Ende des Zitats. Von diesem Verständnis des Begriffs der sonstigen öffentlichen Interessen sind in der Folge sowohl der Verfassungsgerichtshof, etwa in einem Erkenntnis aus dem Jahr 1990, als auch der Verwaltungsgerichtshof, zuletzt etwa in einem Erkenntnis aus dem Jahr 2010, ausgegangen. Der Wortlaut des Paragraphen 71 Absatz 1 Litera D, dass nämlich sonstige Interessen der Bewilligung des Flughafens nicht entgegenstehen dürften, erweckt zunächst den Anschein, als müsste jedes dem Vorhaben entgegenstehende öffentliche Interesse unabhängig von dessen Gewicht zwangsläufig zu einer Versagung der Zivilflugplatzbewilligung führen. Zur Vermeidung unsachlicher Ergebnisse ist diese Bestimmung jedoch so zu interpretieren, dass die sonstigen öffentlichen Interessen im Sinne des 71.1 Litera D und die öffentlichen Interessen in den Litere A, B und C dieser Bestimmung sowie im Absatz 2 dieser Bestimmung gegeneinander abzuwägen sind, dass also eine Interessenabwägung durchzuführen ist. Verfahren gemäß § 71 des Luftfahrtgesetzes erfordern die Feststellung, welcher Art und welchen Ausmaßes die Einwirkungen auf die in den nach dem Luftfahrtgesetz wahrzunehmenden öffentlichen Interessen geschützten Güter sind, die durch das zu genehmigende Projekt verursacht werden und unter welchen Gegebenheiten, in welchem Grad und mit welcher Wahrscheinlichkeit mit konkreten Auswirkungen zu rechnen ist. Dabei bildet das österreichische Staatsgebiet sowohl hinsichtlich der Feststellung der Emissionen als auch ihrer Auswirkungen den äußersten Bezugsrahmen. Mit dem seinerzeitigen BVG-Umweltschutz, das ist ein Bundesverfassungsgesetz, das aus dem Jahr 1984 stammt und im Jahr 2013 durch den Paragraphen 3 des sogenannten BVG-Nachhaltigkeit abgelöst wurde, mit diesem seinerzeitigen BVG-Umweltschutz hat der Verfassungsgesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass ein qualifiziertes, der Verfassungsgerichtshof hat einmal davon gesprochen, verfassungsrechtlich verfestigtes öffentliches Interesse an der Wahrung der dort im BVG-Umweltschutz und in dieser Nachfolgeregelung genannten Belange besteht. Der Verfassungsgerichtshof hat das BVG-Umweltschutz bereits wiederholt bei der Prüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit und bei der Prüfung von Verordnungen auf ihre Gesetzmäßigkeit herangezogen. Weder aus dem BVG-Umweltschutz noch aus der Nachfolgeregelung des § 3 BVG-Nachhaltigkeit ist jedoch ein absoluter Vorrang von Umweltschutzinteressen gegenüber anderen der Verwaltung obliegenden Entscheidungsdeterminanten abzuleiten. Seit dem Inkrafttreten des BVG-Umweltschutz im Jahr 1984 und nachfolgend aufgrund des BVG-Nachhaltigkeit sind auch die in Betracht kommenden sonstigen öffentlichen Interessen, die nach dem Luftfahrtgesetz wahrzunehmen und bei der Interessensabwägung zu berücksichtigen sind, im Lichte dieser Staatszielbestimmungen auszulegen. Es ist daher verfassungsrechtlich geboten, den umfassenden Umweltschutz sowohl bei der Interpretation der relevanten Interessen, die nach dem Luftfahrtgesetz wahrzunehmen sind, als auch bei der nachfolgenden Gewichtung dieser Interessen mit einzubeziehen, wenn die als maßgeblich festgestellten Interessen einen Bezug zum Umweltschutz aufweisen. Die genannte Staatszielbestimmung führt aber nicht dazu, dass die zu berücksichtigenden Interessen über den Kreis der nach dem Luftfahrtgesetz wahrzunehmenden Interessen erweitert werden,
Ebenso wenig wird durch diese Staatszielbestimmung der Bezugsrahmen von Emissionen oder Auswirkungen erweitert, die nach dem Luftfahrtgesetz zu untersuchen sind. Und jetzt auf Basis dieser grundsätzlichen Überlegungen zur Rechtslage und zur Vorjudikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zur angefochtenen Entscheidung im Detail. Der erste Punkt betrifft die nach Meinung des Verfassungsgerichtshofes fehlerhafte Berücksichtigung von sogenannten Cruise-Emissionen. Was das ist, werde ich im Folgenden gleich erklären. Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Entscheidung nicht bloß von CO2-Emissionen aus, die sich aus den Start- und Landevorgängen von Luftfahrzeugen am Flughafen Wien ergeben, den sogenannten LTO, Landing and Take-Off Emissionen, sondern rechnet auch die gesamten Emissionen während des Fluges im Rahmen des möglicherweise weltweiten internationalen Luftverkehrs, die sogenannten Cruise-Emissionen, zur Gänze dem Vorhaben der Flughafen Wien AG zu. Der zweite Punkt betrifft die Heranziehung aus Sicht des Verfassungsgerichtshofes nicht anwendbarer völkerrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften zum Klimaschutz. Für die Bewertung der festgestellten Emissionen und in weiterer Folge auch bei der Interessensabwägung hat das Bundesverwaltungsgericht auch Bezugsgrößen herangezogen, die nicht unmittelbar anwendbaren Rechtsquellen bzw. einfach gesetzlichen Vorschriften entnommen sind, die für andere Sektoren als den Luftfahrtsektor gelten, beziehungsweise CO2-Emissionen von Luftfahrzeugen ausdrücklich ausnehmen. Das Bundesverwaltungsgericht bezieht sich in diesem Zusammenhang zunächst auf das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen sowie auf das Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2016. Beide Übereinkommen stehen aber in Österreich unter dem Vorbehalt, dass sie durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen sind. Sie erzeugen daher nur eine völkerrechtliche Verpflichtung der Republik Österreich, sind aber innerstaatlich nicht unmittelbar anwendbar. Dazu kommt noch, dass das vom Bundesverwaltungsgericht gleichfalls ins Treffen geführte Kyoto-Protokoll, das zudem nur eine rechtliche Verpflichtung bis zum Jahr 2012 schafft, die internationale Luftfahrt nicht erfasst. Die angefochtene Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts stützt sich ferner auf das Klimaschutzgesetz, das zur Umsetzung einer Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen, sogenannte Effort Sharing Decision, ergangen ist. Auf den Luftverkehr ist diese unionsrechtliche Entscheidung jedoch nicht anwendbar. Der Luftverkehr ist daher auch vom Anwendungsbereich des Klimaschutzgesetzes ausgenommen. Das Bundesverwaltungsgericht gibt schließlich auch das unionsrechtliche System der Treibhausgasemissionszertifikate wieder. Mit einer Richtlinie aus dem Jahr 2008 wurde auch der Luftverkehr in dieses System einbezogen. Die Verantwortung für die Erfüllung der Verpflichtungen, die sich in diesem Zusammenhang aus dieser Richtlinie ergeben, trifft aber allein die Luftfahrzeugbetreiber, die, so die Richtlinie wörtlich, am ehesten einen direkten Einfluss darauf haben, welche Flugzeugmuster auf welche Weise betrieben werden. Flugplätze fallen dementsprechend nicht in den Geltungsbereich des Emissionszertifikategesetzes. Damit ergibt sich folgendes Zwischenergebnis. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Bewertung der festgestellten CO2-Emissionen wesentlich eine Gesamtbetrachtung der Mitverantwortung der Republik Österreich für den globalen Umweltschutz einfließen lassen. Aus der angenommenen Nichterreichung von Klimazielen lassen sich aber ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung
in der in Österreich geltenden Rechtsordnung keine negativen Schlussfolgerungen für die Genehmigung des in Rede stehenden Vorhabens ableiten. Und nun komme ich zum Punkt der Berücksichtigung öffentlicher Interessen, die nicht im Luftfahrtgesetz verankert sind, durch das Bundesverwaltungsgericht in der beim Verfassungsgerichtshof angefochtenen Entscheidung. Das Bundesverwaltungsgericht führt in seiner Entscheidung aus, dass im Luftfahrtgesetz nicht näher definiert sei, was unter den sonstigen öffentlichen Interessen im Sinne des Luftfahrtgesetzes zu verstehen sei. Auch finde sich im Luftfahrtgesetz keine Zielbestimmung, die zur Interpretation herangezogen werden könnte. Unter öffentlichen Interessen seien, so das Bundesverwaltungsgericht, jedenfalls solche zu verstehen, die Belange des Gemeinwohls über Individualinteressen stellen würden. Bei der Auslegung des § 71 Absatz 1 Litera D, also dieser sonstigen Interessen, sei es daher Sache der Verwaltung, die für diese Verwaltungsentscheidung maßgeblichen öffentlichen Interessen zu bestimmen. Das Bundesverwaltungsgericht geht dementsprechend davon aus, dass öffentliche Interessen grundsätzlich alle am Gemeinwohl orientierten Interessen gleich welcher Art sein könnten. Aufgrund dieser Position kommt das Bundesverwaltungsgericht zur Annahme, dass im Verfahren über die Erteilung einer Zivilflugplatzbewilligung nach dem Luftfahrtgesetz etwa Interessen des Klimaschutzes oder der Bodeninanspruchnahme in die Interessenabwägung einzubeziehen sei. Dem ist seitens des Verfassungsgerichtshofes Folgendes entgegenzuhalten. Im Luftfahrtgesetz selbst sind diese Interessen nicht verankert. Abgesehen davon ist in keiner Weise nachvollziehbar, auf welche Rechtsnorm sich das vom Bundesverwaltungsgericht angenommene Interesse an einem sparsamen Bodenverbrauch stützen lässt. Eine im Gesetz angeordnete Interessensabwägung erfordert nach der Feststellung der maßgeblichen öffentlichen Interessen die Ermittlung der Kriterien für die Interessensgewichtung, für die Interessensabwägung. Diese Kriterien müssen in der Rechtsordnung dem Grunde nach vorgezeichnet sein. Sie ergeben sich aus den jeweils anwendbaren Materiengesetzen beziehungsweise unter Umständen auch aus damit in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Staatszielbestimmungen. In jedem Fall hat die Ermittlung der Kriterien für die Gewichtung durch eine Interpretation des positiven Rechts zu erfolgen. Das Bundesverwaltungsgericht geht hingegen in seiner Entscheidung davon aus, dass die Kriterien zur Gewichtung der öffentlichen Interessen im Luftfahrtgesetz nicht näher determiniert seien. Könnten einem Materiengesetz keine Kriterien entnommen werden, so habe die Gewichtung der Interessen durch Orientierung an Wertbekundungen demokratisch legitimierter Organe oder aus dem Stufenbau der Rechtsordnung zu erfolgen. Solche Anhaltspunkte würden sich nach Meinung des Bundesverwaltungsgerichts etwa aus Beschlüssen der Bundesregierung, Entschließungen des Nationalrates, Vorgaben des Unionsrechts sowie Bundes- und landesverfassungsgesetzlichen Bestimmungen ergeben. Dazu zieht das Bundesverwaltungsgericht neben dem BVG Nachhaltigkeit auch Artikel 37 der Grundrechtecharta, Artikel 4 Ziffer 2 der niederösterreichischen Landesverfassung, einen Ministerratsbeschluss der österreichischen Bundesregierung vom Oktober 2012 betreffend die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, Teil 2 Aktionsplan Handlungsempfehlungen für die Umsetzungen, die vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie erarbeitete Roadmap Luftfahrt 2020, die von der Bundesregierung im Jahr 2011 zur Kenntnis genommen wurde, sowie eine Entschließung des Nationalrates vom 12. November 2015 betreffend Österreichs Beitrag zu einem ambitionierten Ergebnis der Pariser Klimakonferenz vom Dezember 2015 heran.
Nach Artikel 4, Ziffer 2, Niederösterreichische Landesverfassung kommt dem Umweltschutz und dem Klimaschutz besondere Bedeutung zu. Im Sinne der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung aber kann eine derartige landesverfassungsgesetzliche Staatszielbestimmung nur im selbstständigen Wirkungsbereich des Landes Wirkung entfalten. Für die Auslegung eines Bundesgesetzes, des Luftfahrtgesetzes, kann Artikel 4, Ziffer 2, Niederösterreichische Landesverfassung demzufolge nicht herangezogen werden. Was den Artikel 37 der Grundrechtecharta anlangt, so ist im vorliegenden Fall darauf hinzuweisen, dass dieser Bestimmung kein über das BVG Nachhaltigkeit hinausgehender Inhalt beizumessen ist und im Hinblick darauf daher nicht geprüft werden muss, ob Artikel 37 Grundrechtecharta im vorliegenden Fall überhaupt anwendbar ist. Und umso weniger trifft all das, nämlich die Relevanz für die Entscheidung, auf die nicht normativen Akte zu, denen das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls entscheidungsrelevante Bedeutung beigemessen hat. Ergebnis ist daher, das Bundesverwaltungsgericht hat in der angefochtenen Entscheidung, mit der der Errichtung und dem Betrieb dieser sogenannten dritten Piste des Flughafens Wien-Schwechat, der Verlegung einer Landesstraße, die damit im Zusammenhang steht, die Genehmigung verweigert wurde, die Rechtslage im Sinne der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes in mehrfacher Hinsicht grob verkannt. Dieses gehäufte Verkennen der Rechtslage belastet die angefochtene Entscheidung mit Willkür. Es verletzt die Parteien im Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Die nähere Begründung dieser Entscheidung bleibt der schriftlichen Ausfertigung vorbehalten, die so rasch wie möglich ergehen wird. Ich möchte noch abschließend noch eine Bemerkung machen, um allfällige Missverständnisse auszuschließen. Für genaue Beobachter ist erkennbar, dass der Verfassungsgerichtshof zu dieser mündlichen Verkündung des Erkenntnisses nicht in seiner vollen Besetzung erschienen ist. Zwei Mitglieder sind heute nicht anwesend. Zwei Mitglieder, die Frau Vizepräsidentin und der Herr Professor Limbacher, haben an der Entscheidung mitgewirkt, haben die Entscheidung mitbeschlossen und werden daher auch auf der schriftlichen Ausfertigung genannt sein. Deren Abwesenheit ist nicht auf Zerwürfnisse im Verfassungsgerichtshof zurückzuführen, sondern auf dem Umstand geschuldet, dass derzeit die Konferenz der europäischen Verfassungsgerichte stattfindet und der österreichische Verfassungsgerichtshof als das älteste Verfassungsgericht seine Verpflichtung erachtet hat, dort vertreten zu sein. Und das haben diese beiden Kollegen übernommen. Danke sehr.